Ja, moin Freunde, willkommen zurück zu Rune King. Wir sind in Thrashs Kerker. Wie heißt er? Ja. Oh Gott. Ich glaube, wir sind in Thrashs Kerker. In den unteren Zellen, jo. Genau. Mal gucken, was hier noch so geht, würde ich sagen. Nicht wahr? Ab geht's. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst doch einen Daumen nach oben. Ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir ballern ihn weg. Wir haben mit Ari eine neue Waffe bekommen. Letztes Mal. Ah, der gibt den Schild, okay. Irgendwie crittet die jetzt nicht mehr. Sehr komisch. Ja. Den unteren müssen wir auf jeden Fall töten. We're getting pretty good at this. I'll keep searching. Ich bin schon wieder so dumm, ne? Das war doch die Fähigkeit von Ari. Die Rune. Und ich denke immer, das ist die Waffe. Wo war das? Hier. Jedes Mal vergesse ich das. Okay. Alles gut. Dann wir killen doch noch mit Ari. Und ich habe eben was gemerkt, ganz kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Diese Schreckens-Debuffs bleiben drauf. Deswegen werde ich die mal benutzen. Jo. Habe ich irgendwie gar nicht realisiert. We've got work to do. Durch die neue Waffe, hat Ari halt nur nicht den Random AOE. Weil sie hat keine Bombe mehr benutzt, sozusagen. Aber trotzdem macht sie noch Schaden, wenn sie jemanden killt. Ich das jedes Mal vergesse, ey. Oh. Und tschüss, beide. Bam. Getting pretty good at this. I'll keep searching. Oh yeah. Ist hier irgendwas? Nein, da können wir auch nicht rein, oder? Schutzzauber. Teleporter. Nice. Ich weiß, was wir machen. Wir kaufen Neutralisierungstränke. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung, aber er ist der erste, das erste untote Wesen hier, das uns nicht sofort angreift. Hm? Moin! Dieses untote Wesen scheint kaum etwas um es herum wahrzunehmen. Es scheint in seiner eigenen Welt zu sein und auf etwas zu warten. Hast du was zu verkaufen? Hextech Gunblade. Ach, geil. Die Fähigkeit ist zwar geil mit der Fraktur, aber Nee. Hier, warte mal. Starker Neutralisierungstrank.
Ja, ganz viele davon. So. Wer bist du? Kein Name, keine Erinnerung. Bist du Threshs Diener? Kurator. Thresh bewahrt mich vor dem Verschwinden. Ich finde besondere Dinge für ihn und zeige sie ihm. Okay. Warum greifst du uns nicht an? Thresh nimmt viele Dinge. Ich habe ihn bekämpft, immer wieder. Also nahm er mir meinen Zorn. Nee, hat er... Ach so, der hat keine besonderen Sachen. Scheiß auf Angeln, ganz ehrlich. Zu den unteren... Was? Unteren Zellen teleportieren. Da sind wir doch. Neue Unterhaltung. Okay, das macht irgendwie keinen Sinn, aber na gut. Ist... Ja. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, wenn beide auf einen zulaufen, ist das die Fähigkeit von Pike halt komplett sinnlos. Irgendwie. Ah ne, wir müssen den unteren töten. Das macht der ganz schön Aua. Just getting started. Tschüss, beide. Jo. That's gotta hurt. Okay, zwei Angstfresser. Ihr Lappen. Jo. Ja, wir killen ihn jetzt mal. Mit ihm, damit er eine Steigerung von Schrecken kriegt. Ihn versuchen wir jetzt auch nicht. Wir versuchen ihn mit Pike zu killen. Wir müssen es doch ein bisschen verteilen. Die Kills. Weil der Debuff ja, wie gesagt, zwischen den Kämpfen halt bleibt. Nee, wir killen jetzt nicht mit ihr. Ja, genau. Jep, jep, jep. Hier ist irgendwas. Kataloge 1. Das Blatt ist in enger, perfekter Handschrift beschrieben. Es ist nicht signiert. Diese Dokumentation dient sowohl dem voraussichtlichen Käufer als auch den aufstrebenden Bibliothekaren. Ich habe ein System entwickelt, nachdem die unzähligen Schriftstücke, Tafeln, Artefakte, Bildnisse, Schmuckstücke und Requisiten in dieser Bibliothek sortiert werden können. Das System hat noch keinen Namen. Mir ist bewusst, dass es irgendwann einen Namen braucht. Man muss aber nicht an dem System festhalten. Ich habe es so gestaltet, dass es kinderleicht zu befolgen ist. Auf der Rückseite befindet sich der Schlüssel zur Navigation und Aufrechterhaltung unseres heiligen Ortes Wissens. Kurz gesagt, wenn du irgendwo etwas findest, bring es zurück. Die Rückseite des Blatts ist von oben bis unten mit einer komplizierten Legende beschrieben, die Bücher und Objekte in ganze 27 Kategorien aufteilt, von denen jede nochmals in Unterkategorien aufgeteilt ist. Wahrlich perfekt. Haben wir jetzt? Nee, immer noch nicht. Wie viel Zeug es hier noch gibt. 3 von 23. Von 9.
Hier sind doch mehr. Ach so, das hier ist... Crash... Hä? Irgendwie sind die Zahlen hier weird. Egal. Irgendwie ist das komplett komisch. Passt alles nicht zusammen. Ups. Oh. Ah, wen haben wir denn da? Einen Neuankömmling? Du gehörst aber nicht zu Thresh-Dienern. Du bist nicht mehr in deinem Käfig. Wie sonderbar. Dann bist du also einer in einer Machtposition und doch kannst du nicht frei herumlaufen, weil du die bewachten Türen sicher bemerkt hast. An diesem Ort gibt es viele Barrieren und nur jene, die Kraft haben, können sie überwinden. Doch wir können einander helfen. Ich kann dir helfen, diese Barrieren einzureißen und du kannst mich aus meinem Käfig befreien. Was meinst du? Abgemacht? Hör nicht auf ihn. Er versucht, dich reinzulegen. Sobald er frei ist, wird er seine Haken in dich schlagen. Du wirst nie entkommen. Ich habe vergessen, dir meinen Nachbarn vorzustellen. Das ist Seth. Ich heiße Glynn. Das macht er mit jedem Neuankömmling hier. Versucht, sie gegen mich aufzuwiegeln. Du hast keinen Grund, mir zu glauben, aber er versucht, dich zu täuschen. Ich würde ihm nicht über den Weg trauen. Lügen, Lügen! Vertrauen verdient man sich am besten durch Handeln. Wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir einander auch vertrauen. Ich fange an. Du musst ein Amulett mit einem roten Stein finden. Es gibt eins in einem Raum hier in der Nähe. Folge einfach dem Weg. Auch wenn ich frei wäre, könnte ich den Raum nicht betreten. In ihm wirken Abwehrzauber gegen untote Gefangene. Wenn wir dorthin gehen, werden wir jeglicher Energie beraubt. Bring mir den Stein, dann zeige ich dir, wie man ihn benutzt. Das ist ein Trick. Das ist nur ein Trick. Geh, du hast kaum Zeit. Es ist nicht abzusehen, wann Thresh zurückkehrt und herausfindet, dass du fehlst. Wem glauben wir wohl? Ich glaube, ich gebe ihm... Ich gebe dem großen Viech das Zeug. Ruchloser Wächter. Okay, ja, ja. Übertaktete Verteidigung gewährt eine Steigerung von übertaktet, wenn ein Verbündeter getroffen wird. Oh, okay. Wir sollten den Wächter zuerst killen. Geben Champion leichten Schaden zu, okay. Brauchen wir aber nicht auf Schrecken zu achten. Okay, das ist ja echt kein... Nicht der Rede wert, der Schaden. Feuer mal. Der nächste Angriff verursacht 22 zusätzlichen magischen Schaden pro Treffer. Yes. Hit like a hunter. Die Ari heilt beim nächsten Angriff. Let me hear you beg. Taumeln ist was? Verursacht bei 12 Steigerungen 233 magischen Schaden. Okay. Oh ja. Oh ja. Hat sie noch den Debuff? Nein. Wir nicht da rein. They will know me.
Da dran. Ja, wir greifen einmal an. So. Schön. Magiefraktur. Sehr gut. Just getting started. Greift Ari an. Okay. Wir taunten aber mit Dings. So. Jetzt brauchen wir keinen Mana. Verteidigen. Pike. Kriegt jetzt beim nächsten Mal schön Schaden, der Junge. Machen wir nochmal so. Hit like a hunter. Okay. Ich glaube, der wird schon sterben. Ja, der kriegt sehr, sehr viel Schaden, glaube ich. Gotcha. Okay, fast. I still have more to give. Au. Focus. Au. Das hat wehgetan. Okay, muss ich drauf achten. Der kann halt einfach, ne, sehr viele Schreckenssteigerungen herbeiführen. Okay. Aber die haben jetzt keine Schrecken mehr. So, warte mal, starker Neutralisierungstrank. So. Ja. Was haben wir denn hier alles? Kataloge 2. Das Blatt ist in enger, ja. Mir ist bewusst, dass es angesichts der Größe dieser Bibliothek und des Umfangs der darin enthaltenen Schriften, Tafeln, Artefakte, Bildnisse, Schmuckstücke und Reliquien viel zu... Doch das Gleiche. Allerdings muss ich jedenfalls... Wenn du von irgendwoher etwas nimmst, bringst du auch wieder dorthin zurück. Ja, natürlich. Kataloge 3. Wenn du von irgendwo etwas... Ja. Irgendwie ist das... fast immer das Gleiche. Ich näher anschauen. Der greift uns an. Ja. Oh, grimmiger Sensenmann. Okay, sieht aus wie irgendein so ein anderes Viech. Was hast du für grimmiger Schlag? Egal. Ich muss den schnell töten. That's gotta hurt. Okay. Mal so. So, Heilung. Ich meine Defenden. Kein Crit. Mhm. So. Immer noch nicht.
Ja. Er müsste jetzt vielleicht sterben. Fast. Na gut. Wir heilen uns mal. Ach, okay, der Debuff wird komplett entfernt. Alles klar. Das ist gut, dann muss ich anfangen mit... Illaoi ab und zu mal die Gruppe zu heilen auf der Tempo-Lane, damit wir die Divas wegkriegen. Uralter Umhang, Herz aus Gold. Das weniger Magieverteidigung, weniger Crit. Aber Crit können wir halt noch drauf machen. Ah. Ich glaube, den nehmen wir. Kriegen wir auch ein Schild, wenn wir getroffen werden, zu 20%. Ja, wir machen da jetzt noch Crit drauf. Ja. Jep, 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 jep. Nee, nicht Macht. Und nicht Lebensraub. Wo ist denn hier? Mit der... Oh, wir haben keine grüne Essenz. Keine... Warum brauchen wir... da nicht einfach blaue Essenz für nehmen? Ist doch voll dumm. Mit kritische Trefferrate und Angriffsstärke. Ach. Das aufs Falsche. Hier, das. So, ich bin auch blöd. So. So. Oh ja. Ey, wie viel Crit hat der jetzt, ey? 33. Nekrits Tagebuch 3. Wir haben aber das zweite noch nicht, oder? Ich natürlich in der Reihenfolge lesen. Ja. Lesen wir dann, wenn wir das zweite bekommen. Wieder fliegt Aris Kugel noch rum. Schade. Ocean is off. Und natürlich das Buch. Ooh, that's gotta hurt. Okay. Dann ist er dran. Okay, wir müssen taunten, leider. Mal Mana benutzen. Obwohl, wir hätten Ari. Ari hätte geheilt. Oh, egal. Hätte sich geheilt dann. That's gotta hurt. So.
bekommen. Das war dumm. Warum habe ich das getan? Mit Ari den killen sollen. Jetzt war es halt egal. Okay. Das da gibt Schild, ne? Oder? Ja. Easy. This ends. Ich glaube, ich heile jetzt einmal mit Illaoi die Gruppe für die Debuffs. They won't forget that. Okay, der ist schon mal tot. Du heilst alle. Nice. Passt genau. Und die Buffs weg. Geil. Richtig gut, dass der ganze Debuff entfernt wird. Oh, noch eine Stufe. Oh, neue Runen. Geil. Also mit ihr anfangen. Angriffe verstärken die nächste Heilung. Um 25% bis zu 3 Steigerungen. Erhöht die Angriffsstärke pro aktiven Tag. Erhöht die Ausdauer. Oh ja. Fügt den Angreifern jedes Mal, wenn Illaoi getroffen wird, pro aktiven Tentakel 10 Schaden zu. Verstärkt Heilung. Ups. Sag ich mal so. Oh ja. Braum. Verteidigung. Verteidigung erhöht die Ausdauer. Angriffsstärke. Die Angriffsstärke. Erhöht die Ausdauer. Hast du irgendwas schon, wo dein... Nee. Ausdauer, du erhöht den kritischen Schaden um 12%, die Trefferchance um 10%, erhöht Lebensraub, Angriffsstärke, kritische Trefferchance um 20%. Ja, du erhöht Ausweichen, wenn eine Fähigkeit ausgeführt wird. Die Angriffsstärke und Hast. Crit Chance und Crit Schaden. Erhöht die kritische Trefferchance um 4%, wenn Miss Fortune angreift. Bis zu 8 Steigerungen. 32%. Und bleibt den ganzen Kampf lang aktiv. What? Fuck. Busted. Du, Lebensraub, Angriffsstärke und Crit-Chance. Blutung, Gift und Entzünden können kritisch treffen. Vergiftet das Ziel bei kritischen Treffern. Wird Henker, das brauchen wir nicht.
Lässt das Ziel bei kritischen Treffern bluten. Ah, das ist jetzt schwierig. Crit-Chance während der Tarnung ist halt geil. Nimm das Vergiften raus. Mal gucken. Dann sie. Angriffe verstärken die nächste Heilung. Okay, erhöht die Angriffsstärke um 10% und heilt um 15%. Hä? Och, mein Controller ist schon wieder am Disconnecten die ganze Zeit. Generiert bei einem Angriff 7 Mana. Gewährt für jeden entzündeten Gegner eine kritische Trefferchance von 15%. Oh ja. Das brauchen wir nicht. Wir benutzen eh fast kein Mana. Was ist denn das nächste, was wir kriegen? Für Pike, oder hier, das ist sehr gut. Pike bräuchte noch einen. Nochmal Gefangene. Und hier ist das Ding. Blutrotes Amulett. Jo. Mit dir? Ups, ich wollte eigentlich mit ihm reden. Greift uns nicht an. Halsreif der Kapitänin. Schadenausdauer Hast. Crit plus Hast. Ja, eigentlich ganz gut. Ja, wir geben ihm das mal. Weil je schneller er dran ist, desto schneller kann er die Debuffs setzen, ne? Ah, er will spielen. Du willst aufs Maul, meinst du? Das ist aber eine komische Formulierung. Na gut. So, mal gucken, wie das jetzt hier alles... Pro entzündeten Gegner kriegt sie ja... ne? Dings dazu. Crit-Chance. Mal gucken, ob jetzt irgendwas crittet. Gleich von den, Debuffs. Wenn er wieder dran ist. Ja, müsste er jetzt sterben? Okay, halt nur eine Verbrennung und dann war er schon tot. Okay, was ist hier? Unberührter Talisman der Daunenkrieger. Wo ist das? Ah, hier. Ah, für schwarze Male. Okay. Gut, ich glaube nicht, dass wir nochmal nach Bilgewasser kommen. Ehrlich zu sein. Okay, den Schutzzauber, ja. Jo,
Freunde, das wär's dann mit dieser Folge. Ruined King. Nächstes Mal gehen wir dann wieder zurück zu den beiden Gefangenen und müssen uns entscheiden, wen wir befreien. Irgendjemand wird uns verraten. Wahrscheinlich müssen wir gegen beide kämpfen. Beziehungsweise ist egal, wen wir öffnen, wir müssen immer gegen denjenigen kämpfen. Schauen wir mal. Seid gespannt. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.